Your time? Die Uhr starts läuft. Come on, Michael! Come on, Michael! 30 Minuten sind knapp. Da ist nichts mit rumhängen und Cocktail schlürfen. Ich bin gespannt, ob Sie das hinkriegen. Weil wir im Südwesten sind, mache ich eine Variation über Poblano-Chilis, rote Chilis und meine Gewürzmischung. Dazu geröstete Paprikas und eine grüne Chilisauce. Mit dem Fleisch und dem Grillholz bezeuge ich meine Verehrung für Texas. Womit räucherst du? Mesquite und Eiche. Um auch Cleveland ins Spiel zu bringen, wälze ich es in Pastrami-Gewürzen und Senfkörnern. Die Schwierigkeit ist, das Innere des dicken Tomahawk-Ribeyes zu garen und außen eine schöne, nicht verbrannte Kruste zu schaffen. Ich zerlege das Steak, entferne den Knochen, wobei ich etwas Fleisch dran lasse. Dann schneide ich vom Ribeye die Fettkappe ab und reibe das Fleisch mit Gewürzen ein, um eine schöne Kruste zu erreichen. Womit würzt du? Koriander, Salz, Aleppo-Pfeffer. Riecht gut. Jetzt würzt er die Babys. Als würde er einen Weg streuen. Über dem Feuer verbrennen die Gewürze. Dann darf man damit nicht sparsam sein. Das ist Paprika, Kreuzkümmel, Koriander, Nelke und brauner Zucker. Nach dem Würzen lege ich die Steaks auf den Grill, bis sie schön braun werden. Das ist eine Kombination von direktem und indirektem Grillen, um die richtige Temperatur im Innern zu erreichen. Lässt man das Fleisch zu lange drauf, verbrennt die Außenseite, bevor es innen gar ist. Dann bleibt es roh. Ich frage mal Michael, was er vorhat. Hast du mit direkter Hitze angefangen? Nein, ich habe erst geräuchert. Sonst kriegt man keine schöne Kruste hin. Wie hast du angefangen, Bobby? Oh, beautiful. Mit direkter Hitze? Verschiedene Strategien. Gestern hat dich Bobby geschlagen. Ist mir bekannt, Chris. Bobby und ich sind schon lange befreundet. Wenn ich hier zweimal gegen ihn verliere, haben wir einiges zu besprechen. Wie lange noch? Nicht lang genug. 15,5. Ein dickes Steak in so kurzer Zeit. Gut, dass ich eine etwas unorthodoxe Technik habe. Bobby schneidet sein Steak schon. Sein Steak ist blutig, deswegen legt er es in der Pfanne. Ich gebe Butter drauf, die beim Schmelzen in die Poren des Fleisches läuft und es gart. Nur durch die Hitze der Butter. Genial. Fast schon gewonnen. Nur zur Info, das ist nicht Texas-Style, das ist New York-Style. Kann ihm doch wurscht sein. Klugscheißer. Er gibt ja nur mit seinem Cleveland-Barbecue an. Er schneidet es auf und lässt einfach Butter reinlaufen. Die Nummer kenne ich. Er ist der Pate der Steaks. Wie bei Rocky 6. Jetzt wird er nervös. So reagiert er immer auf Druck. Zeit? 9 Minuten. Machst du eine Soße? Aus eingelegten Senfkörnern. Ich finde es interessant, dass er auf seine osteuropäischen Wurzeln und auf Cleveland zurückgreift und auch polnische Gewürze verwendet. Was wird das? Eine geräucherte Chili-Honig-Glasur und eine grüne Chili-Sauce. Und Tomatillos für die Basis der Poblano-Sauce. Noch 5 Minuten. Michael hat Kimchi. Das Gegenteil von Texas. Das Ribeye ist im Smoker. Die Senfkörner sind bereit, jetzt mache ich schnell einen Kohlsalat. Für den Gärungsgeschmack nehme ich das Kimchi dazu. Zeit? 1 Minute. Es duftet herrlich. Applaus! Toll, Michael. Die Jungs sind der Wahnsinn. Beeindruckend, das mal live zu sehen. 3, 2, 1. Nice job, Chef. Good job, guys. Mein Steak sieht echt gut aus. Ich glaube, alles hängt davon ab, ob die Richter die Methode mögen. Was hast du? Meine Ehrerbietung an Texas mit Cleveland-Touch.
Die Kruste ist wunderbar. Was mir besonders gefallen hat, ist die Süße von den eingelegten Senfkörnern. Ich schmecke den Mesquite, die Eiche. Das ist typisch Texas. Ich schmecke auch die Pastrami-Gewürze und die sind typisch Cleveland. Meinen Glückwunsch, wie toll du diese beiden Stile kombiniert hast. Thank you. All right, Bobby. Texas hat mich inspiriert. Ich habe ein Tomahawk Ribeye Steak mit einem Chili Rub in grüner Chilisauce gemacht. Du hast uns mit den drei Chilis auf einen tollen Trip durch Texas geführt. In jedem Element konnte ich die Röstaromen und den Rauch schmecken. Ich liebe die Gewürze. Sie singen und bringen das Steak zur Geltung. Und du hast es perfekt gegart. Die Tomatillo-Soße mit der Würze des Steaks war fantastisch. Tolle Arbeit. Outstanding job, Chef. Go Team. Well, Bobby, hier geht's um ein großes Plus. Da müssen wir uns gut beraten. Dass Bobby sich jemanden aus meinem Team schnappt, geht gar nicht. Michael wird alles gegeben haben, um nicht 0-2 unterzugehen. Das war echt hart. Aber der Gewinner ist Michael. Dann nehme ich mein Steak wieder mit. Lass mich probieren. Ich hatte das Glück, ausgleichen zu können. Glückwunsch. Und jetzt reicht's. Ihr wisst, dass der Sieger einen aus dem gegnerischen Team auswählen darf. Ich möchte niemanden verlieren, aber selbst wenn, wir gewinnen. Ich wähle. Nimm mich bitte. Team Bobby ist so stark, da halte ich nie bis zum Schluss durch. Keinen. Ich lasse mein Team, wie es ist. Ich habe niemanden aus Team Bobby genommen, weil wir siegen können. Team Victory! Team Victory! Carrie ist ein Meister im langsamen Garen. Lene kommt ihre Profi-Ausbildung zugute und Susie ist zwar ein bisschen ein Underdog, aber sie kann mithalten. Schön, dass wir zusammenbleiben. Jetzt seid ihr mit einem Texas-Rind dran. Some Texas Beef.